Mein Streichpsalter spielt nicht. Was nun? Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Arnulf der Schandmann auf Cowboy TV und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was tun, wenn der Streichpsalter nicht spielt. Ich habe da mal was vorbereitet und zwar den Bogen, den Psalter und ich streiche drüber und wie man hört, hört man nichts, ja? Beziehungsweise fast gar nichts, ja? Das kommt daher, weil dieser Bogen ganz viel abgegriffelt worden ist. Das heißt, ich habe absichtlich jetzt mal dafür gesorgt, dass der so ist, als wäre er neu, dass halt, es ist irgendwie kein Halt drauf auf diesem Bogen. Ich habe ihn mir einfach ein paar Mal über die Stirn gezogen, die ist fettig genug, genauso wie Finger, Tapser, dass das Zeug halt nicht mehr funktioniert. Wenn er von der Fabrik kommt, dann ist das Zeug meistens Rosshaar. Rosshaar ist jetzt nicht so, dass es wirklich klebt. Funktioniert halt auch nicht, ja? Man hört halt dann nichts. Wenn man über den Streichsalter drüber streicht, über die Seiten, hört man nichts. Das gehört also kolophoniert. Sprich, es wird mit einem Harz darüber gestrichen. Das kommt handelsüblich in einem länglichen oder rundlichen Paket. Und mein Harz hat den Vorteil, es ist schon benutzt. Bei neuen Harzen, also beim Kolophonium, wenn es neu ist, ist die Oberfläche spiegelglatt. Wenn ich auf dieser spiegelglatten Oberfläche mit einem spiegelglatten Bogen drüber streiche, passiert erstmal nicht viel. Das heißt, ich muss sehr lange beim ersten Mal drüber streichen, bis ich auch eben ein bisschen von dem glatten Material auf diesem glatten Bogen verfängt. Bei mir ist das Ganze schon etwas rauer. Ich halte das mal so in die Kamera und hoffe, dass das scharf stellt. Dadurch, dass es rauer ist, fahre ich jetzt hier ein paar Mal drüber. Sieht dann auch gleich viel polierter aus an den Stellen, wo ich drüber fahre. Und das muss ich halt eine Zeit lang machen, bis dieses Harz auf den Haaren meines Bogens sozusagen klebt. Dadurch klebt der ganze Bogen, also sprich die Sehne, Bogensehne hier, die eben aus Rosshaar im Allgemeinen ist. Und das Ergebnis hören wir uns mal an. Man hört also schon was. Ich habe festgestellt, dass er an den Seiten noch ein bisschen Schwierigkeiten macht. Dann kippe ich einfach den Bogen ein bisschen seitlich und tue ihn seitlich auch noch ein bisschen kolophonieren. Dann habe ich nämlich den großen Vorteil, dass ich nicht ganz gerade den Bogen auflegen muss auf die Seiten vom Instrument, weil er eigentlich dann auch spielen müsste, wenn es nicht so schön gerade ist. So. Jetzt hören wir uns das im Vergleich nochmal an. Ja, wie man gehört hat, es funktioniert wunderbar. Vorher hat man nichts gehört, jetzt klingt es schön. Ja, das muss man eben machen. Der Bogen gehört kolophoniert und gerade am Anfang, wenn man so ein Gerät neu kriegt, nichts auf der Sehne vom Bogen drauf ist und das neue Kolophonium noch komplett glatt ist, dann werdet ihr ein paar Minuten eurer Zeit investieren müssen, indem ihr drüber streicht, ja? Ja, wenn ihr mehr Tipps und Tricks braucht, weil irgendeins eurer Instrumente nicht funktioniert, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Hier seht ihr die letzten beiden Videos. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, falls ihr nicht mehr einschalten solltet, die nächsten zwei Tage ein frohes Fest. Ja, die nächsten zwei Tage kommen ja noch Videos. Es tut mir auch leid, dass dieses Video erst heute online gegangen ist. Also wir hatten gestern ein bisschen Probleme. Sprich, wir hatten Besuch. Und wenn Besuch da ist, kann man schlicht drehen. Und insgesamt kommen halt heute drei Videos statt gestern zwei und heute zwei, gestern eins und heute drei. Ich hoffe, davon geht die Welt nicht unter. Also ihr hört und seht mich heute noch ein paar Mal, wenn ihr die beim Erstausstrahlungsdatum anschaut. Wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss, euer Arnulf.